Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 LSPDFR. Eine kleine Änderung sehen wir schon mal im Hintergrund. Ich habe ein neues Los Santos County Sheriff's Department eröffnet. Beziehungsweise, ich habe das ja nicht neu eröffnet, ich habe neue Fahrzeuge drauf. Was einhergeht mit meiner neuesten Änderung oder aktuellsten Änderung. Ich habe mir RDE installiert. Und da gibt es standardmäßig ja das Los Santos County Sheriff's Büro, beziehungsweise wenn man sich das so einrichtet. Und natürlich auch eine ganze Menge anderer Einheiten, was sehr viele Optionen bietet, Fahrzeuge zu integrieren, wenn man die richtigen Metas und also die richtigen Metas hat, beziehungsweise die Fahrzeuge sowieso passen. Bei dem Pack von LNJR 12 oder 12 hat das so weitestgehend auch gepasst. Lediglich den das ist hier mein Los Santos Sheriff 0 quasi oder 1, das müsste 3 sein und das ist 4. Nee, warte mal, umgekehrt, das ist 4, das ist 3. Lief auch ganz reibungslos. Musste hier lediglich bei den Vehicle Meters ein bisschen Feintuning machen bei den zwei Fahrzeugen, aber ich glaube, die laufen jetzt ganz stimmig. Das einzige Sorgenkind ist noch der Tahoe, der bei mir ganz normal auf Los Santos Sheriff 2 Slot ist, die man schon erkennen kann vielleicht. Die Beleuchtungseinrichtung auf dem Dach ist absolut zappenduster, beziehungsweise zeigt gar nichts an. Wenn ich jetzt hier die Lichter durchschalte, sind übrigens auch alles ELS-Fahrzeuge, passiert auch nicht wirklich viel. Also das ist irgendwie sehr fehlerhaft. Die Textur ist jetzt noch nicht ganz feine, ist jetzt noch die Standardtextur, die drauf ist. An sich eine schöne Textur, jetzt nicht so super detailreich oder, weil wenn wir jetzt mal gucken, warum steckst du wieder ein? Achso, falsche Taste. Brustfinger. So, wie nehmen wir das mal? Das zeigt man, sieht man bei vielen, dass sie das so machen. Ich weiß nicht genau warum. Man sieht dadurch nicht viel mehr, finde ich. Von den Texturen her ist es natürlich, ja gut, es gibt bessere Arbeiten, finde ich persönlich. Das ist aber auch dann, wenn man näher erst hinguckt. Also auf Distanz betrachtet, sehr schöne Textur. Das Einzige, was ich natürlich doof finde, sind diese großen Fahrzeugkennungen. Ne, die halt auf dem Dach oder halt dementsprechend auf der Kofferraumklappe sind. Die finde ich jetzt nicht so schön. Aber das ist natürlich reine Geschmackssache, weswegen ich eigentlich noch für eine neue Textur offen bin. Die Los Santos County Sheriff, die schwarze, ist eine schöne Textur. Die funktioniert auch auf allen Fahrzeugen hier und aber ich finde, die passt irgendwie nicht so ganz in mein Farbkonzept für mein Los Santos Police Department. Hat man ja auch schon gesehen in den vorangegangenen Folgen. Das war noch ohne RDE, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Genau, da habe ich noch Tests gemacht, was ich installieren kann. Die Fahrzeuge sind übrigens auch installiert. So, wir wollen uns erstmal ganz lapidar die Folge beginnen und ich habe natürlich wieder vergessen, was habe ich vergessen? Genau, mein ELS-System einzuschalten. Mit dem Speedradar komme ich auch momentan nicht klar, der nimmt leider keine andere Taste an zum Öffnen. Beziehungsweise ich habe noch keine Option gefunden, dass man den irgendwie verändern könnte. Bei dem ELS könnte ich mal eigentlich mal gucken, ob man da das Kästchen nicht irgendwo verschieben kann. Wäre natürlich super, weil von bei Albo seinem Serien Mastery, da konnte man das Kästchen verkleinern, vergrößern, verschieben, wohin man wollte, wenn ich mich recht entsinne. Also auf jeden Fall verkleinern und vergrößern konnte man nach Herzenslust. Und ich bin der festen Überzeugung, man konnte es auch verschieben. So, wie ich eingangs schon erwähnt habe, RDE ist installiert. Bildet natürlich eine ganze Menge von neuen Einheitengruppen, die auch wirklich spezifisch nach Gebiet erscheinen. Details habe ich noch nicht ausgetestet. Es gibt ja so unter anderem auch die
Los Santos Airport Police und Harbor Police, also sprich die Hafenpolizei, habe ich jetzt im Einzelnen noch nicht ausgetestet. Was natürlich sehr gut funktioniert, ist halt State Patrol. Es kommt wirklich die Highway Patrol. Gut, war vorher, war es jetzt auch kein Problem, die Fahrzeuge. Man musste halt dementsprechend nur in die XML der Verstärkungseinheiten reingehen. Das ist hier natürlich alles schon voreingestellt. Und man hat halt... Was war das denn jetzt gerade? Warte mal. So, gehen wir mal gleich mal kontrollieren. Ich muss mal kurz austesten. Ich habe meine Maus ein bisschen neu belegt und muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Das war falsch. Genau. So, warte mal. Möchtest du nicht rechts anfahren? Ah, hä? Wie, jetzt habe ich den... Hä? Okay. Ah, genau! Das habe ich ganz vergessen. Die Taste soll die auch auf jeden Fall... okay. Hm. Na gut, ich habe dich ja gelenkt. Von daher sei es dir verziehen, wenn du mal eben... Schildung fährst. So. Oder zwei. Achso, warte mal. Das können wir mal kurz wegstecken. Achso, stopp. Na doch, wir können ja mal kurz mal checken. Schönen guten Tag. Hello. Gib dir mal bitte einen Ausweis, beziehungsweise Lizenz haben. Achso, Scheibenkleister. Das ist auch ein Problem. Ich weiß nicht, was ich abgeschaltet habe, oder wo ich was umgeschaltet habe, aber... Achso, stimmt, da war die Hupe drauf, ne? Deswegen habe ich das, glaube ich, mal umbelegt. Weil die Hupe geht mir ja ein bisschen auf den Sack, jedes Mal zu hupen. Oh, was ist denn das? Extras? Was ist denn das? Ach so, stimmt, das ist ja ein Update. Pet Data, oh, wow. License Status Suspended. Jetzt, no Pet Image Available. Ich mache das erste Mal jetzt diesen Computer auf und, das Problem ist, ich muss glaube ich nur irgendwo meine Einstellung reingehen. Wieso, weshalb? License Status ist suspended. Okay. Collected IDs. Da kann ich mir das natürlich auch suchen. Vehicle Database. Das müsste der genau. Wow. Sieht sehr geordneter aus. Finde ich toll. Das ist das erste Mal, dass ich das jetzt sehe. License Status suspended. Okay, das ist der Fahrer. Das hat sich noch nicht geändert. Okay, das sind letztendlich die Besitzerinformationen, wenn man es so sieht. Also, aber auch wenn, obwohl, ja, nee, warte mal, eigentlich mal beobachten. Was mir halt beim anderen ein bisschen immer aufgestoßen ist. Okay. Okay. Jetzt weiß ich nicht gerade, wo der Fehler herkam. Ja. Bisschen irritiert. Was mir aber auf jeden Fall in der vorangegangenen Version immer gestört hat, war, dass das der Bordcomputer, also dieser Polizeicomputer, halt immer wusste, wer auch der Fahrer ist. Ob es der Besitzer war oder nicht. Jetzt steht da natürlich was mit Besitzer, also Owner. So, warte mal, wollen wir mal fragen hier. Haben Leute was getrunken? Wollen wir da erstmal weitergehen? Deswegen, was ich eigentlich angehalten habe, war nämlich dieser Rotlichtverstoß da vorne in der Kreuzung. Weil wäre natürlich super nett, wenn sie mal einmal hier pusten würden. Ist für mich natürlich nicht so erklärlich, warum ich jetzt am Tank da puste, weiß ich auch nicht. Naja gut, dafür, dass ich nicht getrunken habe, haben sie aber ganz schön einen sitzen, ne? Eigentlich hätte ich ihnen noch ein Ticket schreiben können, weil ihre License suspended ist, was sie eigentlich zum Fußgänger automatisch macht.
Ich möchte Sie mal bitten, aus dem Fahrzeug auszusteigen. Aufgrund dessen, dass Sie... Warte mal, wo war das? Nee, warte mal, das war da, ne? Nee. Hallo? Auf dem Boden, auf dem Boden. Das war's dann für dich, Kumpel. Du fährst ein. Tätlicher Angriff auf einen Polizeibeamten. Kannst du dem Richter erklären, ob du das vielleicht auf dem Alkohol zurückschieben kannst? Ja, echt so einen komischen Vornamen. FFGF. Mann, da sind aber die Namen ausgegangen, wa? Mensch, 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 dabei muss man auch eigentlich nur das Telefonbuch rauf und runter eingeben. So, da du mich angegriffen hast, ist das, glaube ich, nur legitim, wenn ich eine Unterstützungseinheit rufe, dich abzuholen, weil ich glaube, ich komme so ein bisschen in sonst in Konflikte. So, wie wir sehen, haben wir wieder das die Fahrzeuge vom Albuquerque Police installiert von HIM 1250. Ich glaube 1250 war der Name oder die Nummer. Das Einzige, was mir bei dem Crown halt, also bei dem Wick, Crown Wick tierisch auf den Zünder geht, bei dem Pack, ist halt, also ich hätte hier auch mal ins Fahrzeug setzen können, ne? Ja, jetzt kommst du von da. Okay, komm mal rüber. Das wird sonst, glaube ich, nichts. Die Kollegen kriegen die sonst hier nicht ins, doch. Fahrzeug. Was mich halt an sich aufstößt bei dem Fahrzeug, ist halt dieses, diese Rückfahrscheinwerfer. Also die sind echt eine Nummer zu grell. Ansonsten kann man sich mit den Fahrzeugen schon anfreunden. Ich habe mal übrigens mal alle installiert, weil das ist ja das Schöne bei RDE. Slots hat man genug. Das muss halt alles nur passen. So, warte mal, wir wollen mal kurz versuchen. Können wir den abschleppen lassen? Nee, das ist nicht das Polizeifahrzeug, was ich haben will. Warte mal, so. Wir gehen mal hier an die Seite. Ich glaube, beim Tank geht das. Wenn ich beim Tank sage, ich möchte dieses Fahrzeug... okay, die Jungs, die ballern da schon gut. Ah, genau. Die machen das. Okay, das hat sich noch nicht geändert, ne? Mit RDE. Gut, gut, gut. So, das Fahrzeug wird abgeschleppt. Ist ja klar. Und wir werden jetzt einfach mal unsere Streife fortführen. So. Das mit diesem Dauerhupen, dass ich da aus dem Menü gerade nicht rauskam. Das könnte damit zusammenhängen, dass ich jetzt hier lange E gedrückt habe. Aber das werde ich mal... das interessiert mich gerade herzlich wenig. Ich werde das mal mit diesem Bordcomputer nochmal austesten. Warte mal, genau, der funktioniert ja eh nicht, wenn ich fahre. Warum ist jetzt mal links überhaupt raus? Okay. Da scheint er irgendwo zu hängen. Ich weiß nicht wieso, weshalb, warum. Das könnte aber auch wegen, was mir nämlich gerade mal auffällt. Ich muss das, glaube ich, aber wenn ich das wieder auf J mache, dann ist das wieder, also irgendwie muss ich dann auf jeden Fall mal den Speedradar irgendwo anders hinpacken. Eigentlich ist der toll. Der ist, das ist so genau der Speedradar, nach dem ich immer gesucht habe. Das einzige Problem ist natürlich wieder mit ELS. Das braucht ja nur so viele Tasten, das ELS-System, dass kein Platz mehr für so ein Speedradar ist. Ich würde ja auch gerne einfach die vom Speedradar die Dings testen. Die Einstellung ändern. Das Problem ist aber, das übernimmt er leider nicht. Du kannst da keine Einstellung ändern. Das Einzige, wo man jetzt Einstellung ändern könnte, wäre beim ELS, denke ich mal. Da ich aber dann ein bisschen auch mal was nachlesen möchte, ist natürlich dann besser zu schlussfolgern, wo die Tasten liegen. Weil die Tasten sind da ja alle aufgeführt. Wir können ja eigentlich mal kurz das Fahrzeug checken. Der war ja ein bisschen
Also trotz, dass hier auch das RDE installiert ist, scheint soweit die Plugins auch alle fehlerfrei zu laufen. Wobei ich da auch ein bisschen minimalistisch gedacht habe. 6, 8, Young, Frank, Charles, 2, 3, 8, no, 1099. Liegt eigentlich nichts vor. Ich kann noch mal ein bisschen den Fastleave ein bisschen beobachten. Wobei ich glaube, dass ich das die Plugins so minimalistisch gehalten habe, ist das glaube ich nicht geschuldet, dass hier kein Funkspruch reinkommt. Habe ich denn... Nee, warte mal. Habe ich mich schon überhaupt angemeldet hier für Funksprüche? Halt, stopp. Okay. Das erklärt, warum kein Einsatz kommt. Wenn man natürlich sich sein Funkgerät abschaltet, dann passiert sowas. So. Ich denke mal, wir werden dann nochmal auf jeden Fall einen Einsatz abwarten. Okay. Die gute Frau hält auf jeden Fall an. Was ist denn hier los? Wer hupt denn hier so? Die Ampel ist rot. Man kann leider nicht fahren. Hä? Was? Genau, das ist das nächste Problem. Irgendwie, ich kriege keine Informationen mehr. Wieso, weshalb, warum auch immer. Ich denke mal, das wird mit dem RDE zusammenhängen. Aber sicher bin ich mir da nicht. Wobei ja gewisse Dateien habe ich mir ja erstellt beim RDE. Und nun fahr auch mal. Ja, nun fahr. Was ist denn los mit dir? Hast du was getrunken? Ich glaube jetzt doch mal, dass ich die gute Frau mal anhalten werde. Entschuldigung. Upsala. So. Warum macht eigentlich immer diese großen Scheinwerfer? Warte mal, ich möchte noch gar nicht... Macht der immer eine Suchscheinwerfer? Liegt das im Dunkeln? Macht er das automatisch? Warte, was wollen wir jetzt machen? Wir wollen anhalten. So. Dann haben wir leider das nächste verdächtige Fahrzeug. Okay. Wir wollen nicht mal ein bisschen mimiken. Okay. Das ist auch wieder meiner mein Mimiken zu gestehen. Hä? Jetzt macht er das wieder an? Warum das denn jetzt? Also ich muss ja glaube ich noch ein bisschen in die Tastaturbelegung reingehen und nochmal ein bisschen. Ich glaube, ich stürze gerade einen Hubschrauber ab. Aber ich habe das Plugin gar nicht mehr gesehen. Auch ein RDE-Fahrzeug. Also. So. Wir wollen mal kurz hier sagen, hallo? Darf ich mal wieder den Ausweis sehen? Normalerweise müsste ich jetzt da unten links den Ausweis sehen oder die Informationen für den Ausweis. Sehe ich aber nicht. Muss ich glaube ich echt wieder hier in das System reingehen, was mich wieder zum Absturz bringt. Hey, warte mal, das geht. Hey. So. Okay. So, wir wollen mal kurz. Ich muss mir leider darauf verlassen, was jetzt da steht. Ich habe keinerlei Informationen über die Person. Sonst weiter. Okay, das passt aber soweit. License Wallet. Liegt nichts vor. Wird auch nicht gesucht. Finde ich super. Also das neue Menü finde ich echt toll. Schäfter, das ist auch alles in Ordnung. Das Einzige, was ich mir nicht erklären kann, ist der Fahrstil. Weswegen ich jetzt mal auch mal wieder Alkohol- und Drogentest durchführen werde. So. Ich könnte mir mal gut vorstellen. Ja. Warte mal, das war falsch. Das ist hier. Genau. Ich bin okay. Das scheint auch zu funktionieren. Ich habe ein bisschen die Zeiten hochgeschraubt, dass man hier nicht so ständig gecheckt wird. Haben Sie was getrunken heute? No, das kommt ein bisschen zögerlich. Dann sind Sie sicherlich einverstanden mit einem gratis Alkoholtest. Was ich mir auch schon überlegt habe, ist... Fail to provide a valid breath sample. Okay, das funktioniert nicht. Haben Sie vielleicht Drogen genommen? No way. Ja, weil ihr Fahrstil ein bisschen... Sie standen auch gerade an der grünen Ampel und wollten nicht losfahren.
und dann sehr zögerlich. Wollen wir mal den Drogentest machen? Ist auf jeden Fall negativ. So, junge Dame, das einzige Problem, was ich habe, der Alkoholtest funktioniert nicht. Ich habe aber den regen Verdacht, dass sie Alkohol getrunken haben, weil mir ihr Fahrstil ansonsten nicht zu erklären ist. Wir können gerne nochmal einen Alkoholtest durchführen. Sollte dieser aber fehlschlagen, muss ich sie leider bitten, mit auf die Wache zu kommen, und dann müssen wir da mal eine Blutprobe machen. Fail to provide, okay. Dann einmal bitte... Ah, hier. Warte mal, aussteigen. Du steigst bitte aus. Gut, okay, da haben wir... Entschuldigung, Ma'am. Ma'am, bleiben Sie stehen! Stehen bleiben! Und da fällt dann wieder auf, man sollte auf jeden Fall das Keep Calm installieren. Weil die Kollegen ballern da wild rum sich und die Person, die ich gerade angehalten habe, deren Auto gerade geklaut worden ist. So. Was ich eigentlich nochmal im Anschluss durchsuchen wollte. Das Auto ist schon weg, okay. Ich könnte natürlich auch in mein Fahrzeug setzen, aber das wäre vonnöten gewesen, wenn ich jetzt dein Fahrzeug hätte durchsuchen wollen. Was ich mir auf jeden Fall gut vorstellen könnte, wäre auch mal einen Livestream zu machen. Aber da muss ich mir auch mal ein bisschen mit auseinandersetzen. War ja eigentlich auch mein Plan, da sieht man auch so ein anderes Fahrzeug. Oh, genau. Das ist auch von der Albuquerque Police. Steht ja auch groß dran, ne? City of Albuquerque. Ich habe auch die Slicktop-Variante installiert. Also wie gesagt, ich habe alle Fahrzeuge von diesem Pack installiert. Da könnte man vielleicht auch nochmal näher drauf eingehen. Das Einzige ist, glaube ich, ich habe dafür noch keine passende Textur. Also zumindest nicht, was den Ford Explorer anbelangt. Der soll ja 2017er Modell sein. Warum fährt denn der Sanitäter? Okay. Okay, das hat sich mit RDE auch nicht geändert. Also so viel wurde nicht verändert in der ganzen Geschichte von GTA 5. Die Wege einzelner Fahrzeuge sind immer noch äußerst irrational. Zum Beispiel diese Ambulance, die da stackt. So, jetzt bin ich natürlich auch gar nicht weiter hier auf das ELS-System eingegangen bei diesem Fahrzeug. Ich denke mal, bei dem nächsten Fahrzeug werde ich mal ein bisschen rumexperimentieren bezüglich der Beleuchtung. Aber... Dispatch calling unit 1 nee, kann ich gar nicht. We have a traffic alert for a wanted felon on the loose. Den ganze Zeit meldest du dich nicht. Und jetzt kannst du auch den Schnabel halten. Das Fahrzeug hier auf jeden Fall von LNGR. Queen 2, we are on our way. Das gibt es auch ohne, glaube ich, diese Rückleuchtenblinker, also diese Heckblinker am Kennzeichen. Die habe ich mir aber mal installiert, weil ich halte ja persönlich auch nicht mehr so viel von, oder was heißt nicht mehr, so viel von diesen Christmas Tree, das wollte ich eigentlich sagen, das ist so ein bisschen vermischt, denglisch, halte ich persönlich ja nicht so viel. Auf jeden Fall von diesen Christmas Tree Fahrzeugen. Ist teilweise ganz lustig, aber manchmal einfach zu überzogen. Und das ist hier, glaube ich, so ein gesundes Mittelmaß zur Beleuchtung. Deswegen ja mal diese kleinen Rückblinker, Blinkies hinten installiert habe. Ja, kann man sich ja aussuchen. Zumindest bei einem Crown Vic ist es so. Da hat man dementsprechend 4 Fahrzeuge zur Auswahl oder mögliche Fahrzeuge, und da kann man ein bisschen rumbasteln. Da kann man sich dann überlegen, was man haben will. Den gibt es auch wahlweise mit Steelies. Steelies sind drauf. Mit Hubcaps. Entschuldigung. Oder Hubcaps. Also da hat man sich schon ein bisschen Gedanken gemacht. Okay, das Interieur muss ich leider feststellen. Wer sich darauf... für wen das wichtig ist... okay, beim Crown Vic geht das soweit. Ich werde das Interieur auch nochmal in anderen Fahrzeugen zeigen. Da finde ich es jetzt nicht so passend. Vor allen Dingen hier passt auch die Handposition. Also bei anderen Fahrzeugen halt nicht gegeben ist.
Okay, beim Crown Vic kann man, glaube ich, auch nicht viel falsch machen, weil den gibt es ja schon in unzähligen Formen. So, aber mal zu Ende von dem Blabla Sülz. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge mit einem nächsten Fahrzeug oder mit dem nächsten Fahrzeug aus dem Pack und einer weiteren Folge mit dem Los Santos Sheriff's County. County Sheriff, Entschuldigung. So, in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut!